Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Mein Name ist Birgit und ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Ich möchte euch heute begrüßen zu einer neuen Videoreihe und diese Videoreihe heißt Basteln mit Kreativstempel. Was bedeutet das und was ist das? Und zwar möchte ich euch gerne einladen, mit mir zu basteln. Und zwar möchte ich gerne mit euch Karten basteln. Und zwar immer einmal im Monat. Wie läuft das Ganze ab? Und zwar, ihr bekommt von mir immer einmal im Monat, das wird immer am dritten Freitag im Monat sein. Also heute ist der dritte Freitag im Dezember und ich gebe euch die erste Challenge bzw. Aufgabe für den Monat Januar. Und immer jeden Monat, immer am dritten Freitag im Monat, gebe ich euch wieder eine neue Aufgabe. Und zwar ist das folgendermaßen, ich habe dann immer eine Vorlage für euch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und zwar nennt man das auch Sketch, also eine Bastelvorlage nennt man auch Sketch. Und ich habe mir jetzt für den Monat Januar einmal diese Vorlage einfallen lassen. Dann wird es jeden Monat eine neue Vorlage, einen neuen Sketch geben und danach bastelt ihr dann eure Karte. Die Farben könnt ihr euch selber raussuchen. Ihr könnt auch die Dekoration, die Elemente euch selber raussuchen. Wichtig ist nur, dass ihr euch eben an diese Vorlage haltet. Da werde ich mir immer wieder eine neue einfallen lassen. Ihr könnt mir aber auch gerne Wünsche und Anregungen zuschicken. Vielleicht habt ihr ja auch irgendeine Idee. Dafür bin ich natürlich immer dankbar. Ja, und dann basteln wir gemeinsam. Ich habe auch eine gebastelt. Das ist diese hier. Also ihr seht hier, in der Vorlage haben wir hier einmal die Grundkarte. Das ist diese. Dann haben wir hier quasi einen Aufleger, das ist hier ein Designerpapier in dieser Größe. Ihr könnt ihn aber auch so auf der linken Seite oder auf der rechten Seite positionieren. Und hier ein Kreiselement. Und da habe ich mir eben hier aus dem Set Orient Palast diese schöne Blüte ausgestanzt und dieses schöne Ornament im Hintergrund. Habe noch ein bisschen Schleifenband dazu genommen und einen schönen Spruch. Habe also hier mit den Farben Limette und Jeansblau gearbeitet und mit Vanillepur ein bisschen Glitzer dazu und fertig ist eure Karte. Also so in diesem Design wird es dann ablaufen. Wie gesagt, ihr bekommt immer diese Vorlage und ihr bastelt dann eine schöne Karte dazu. Da ist eure Idee und euer Fantasie freien Lauf gelassen. Ich bin ganz gespannt darauf. Ihr schickt mir dann immer eure Karten zu, die ihr gebastelt habt. Ihr bekommt dazu noch mehr Informationen auf meinem Blogbeitrag. Den verlinke ich euch immer unten in der Infobox. In diesem Blogbeitrag findet ihr dann auch nochmal diesen Sketch, also diese Bastelvorlage. Ihr findet dazu den Abgabetermin und ihr findet dazu ein Kontaktformular. Über dieses Kontaktformular, da klickt ihr drauf, meldet ihr euch an. Da bekomme ich quasi dann eine E-Mail von euch, wo drin steht, ich möchte gerne an der Challenge Nummer 1 teilnehmen. Auf diese antworte ich euch dann und schicke euch meine Adresse und nochmal den Abgabetermin. Den findet ihr aber auch immer auf dem Blogbeitrag. Hier ist er jetzt dann in dem Fall der Donnerstag, der 18. Januar. Weil ich dann am Freitag, den 19. Januar, das ist dann der dritte Freitag im Januar, gibt es dann wieder ein neues Video, eine neue Folge zu Kartenbasteln mit Kreativstempel. Und in dieser Folge stelle ich euch zum einen die neue Challenge, die neue Aufgabe für den Monat Februar vor. Und zum anderen werde ich unter allen Teilnehmern, also jeder, der mir eine Karte geschickt hat, die werde ich alle Namen in einen Lostopf werfen und dann werde ich einen Gewinner ziehen. Was könnt ihr dabei gewinnen? Und zwar bekommt ihr einmal meine Originalkarte geschenkt, die ich gebastelt habe für diese Aufgabe. Die ist mit Umschlag und schön verpackt. Die bekommt ihr. Und
Ihr bekommt noch dazu ein Materialpaket für die nächste Aufgabe, für den nächsten Monat zugeschickt. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. In diesem Materialpaket findet ihr dann, das ist jetzt dann für den Februar, eine Grundkarte. Ihr findet, also die ist dann schon fertig zugeschnitten und gefalzt. Ihr findet zwei verschiedene Mattungen in verschiedenen Farben. Und ihr findet ein bisschen Dekoration, hier zum Beispiel jetzt ein Kleeblatt, dann habt ihr ein paar, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist ja wohl verrückt. Ihr findet einen Knopf, ein paar Glitzersteinchen und ein Schleifenband, in dem Fall ist es hier ein Paillettenband. Das sind alles immer Produkte von Stampin' Up, außer jetzt eben diese Deko hier, dieses kleine Kleeblatt, das habe ich euch so noch dazu gelegt und das bekommt ihr dann von mir als Gewinn. Also ein Materialpaket für die nächste Challenge. Das wird immer anders aussehen und immer anders ausfallen, aber ungefähr der Materialwert ist immer ungefähr der gleiche. Und ihr bekommt, wie gesagt, meine Karte dazu geschenkt. Ja, und dann werde ich eben an dem 19. Januar, wie gesagt, die neue Challenge, den neuen Sketch, die neue Bastelvorlage vorstellen, euch wieder einen neuen Abgabetermin und einen neuen Blogbeitrag bereitstellen. Ja, wie gesagt, Farben könnt ihr wählen, wie ihr möchtet. Und wenn ihr teilnehmt an dieser Challenge, an dieser Aufgabe, an dieser Bastelaufgabe, dann seid ihr auch automatisch damit einverstanden, dass ich dann eben hier in dem Video, im nächsten Video, eure Karte und euren Namen veröffentliche. Weil ich möchte ja, wie gesagt, auch gerne dann zeigen, was ihr so alles Schönes gebastelt habt. Und ich möchte ja auch gerne dann die Verlosung mit euch machen. Ja. Das war jetzt eigentlich soweit die ganze Info. Ihr findet auch nochmal alles hier unten in der Infobox mit einem Link zu meinem Blogbeitrag. Da findet ihr nochmal alles genau erklärt. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr ganz rege daran teilnehmt, an unserer Kartenbastel-Challenge. Und ja, dann probieren wir das einfach mal aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Ihr könnt mir auch gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet, ob ihr das eine tolle Idee findet oder ja, ob ihr irgendwelche anderen Ideen habt. Wie gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr solche Sketche zu Hause habt oder irgendwelche Ideen habt, was wir mal für einen Sketch machen können, könnt ihr mir das auch gerne zuschicken, würde ich mich auch sehr freuen. Ja, und dann starten wir einfach mal diese, ja, Bastelfolge, Kartenbasteln mit Kreativstempeln. Freue ich mich sehr, sehr darüber. Ja, ihr Lieben, dann ist ja jetzt heute auch Freitag, der 22. Dezember, es ist kurz vor Weihnachten. Da möchte ich euch natürlich von ganzem Herzen schöne Weihnachtsfeiertage wünschen. Ein schönes Fest mit eurer Familie. Bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und freue mich schon auf eure gebastelten Werke. Bis bald, eure Birgit. Tschüss.